Wisst ihr, eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme, ist, wie kann ich meinen Iman stärken? Und wir haben alle möglichen Ideen dafür heute. Und das sind auch Sachen, die gut funktionieren. Aber es gibt eine Sache, einen Platz in deinem Herzen, der wird von nichts anderem erreicht, außer dem Koran. Einen Platz, du kannst ihn mit nichts anderem füllen. Und wenn du das nicht machst und diesen Platz vernachlässigst, du wirst niemals die höchsten Ebenen von Iman erreichen können. Nehmt euch jeden Tag ein bisschen Zeit, etwas vom Koran zu lesen. Ein paar Verse nur. Müsst das nicht großartig übertreiben. Nicht 10 Seiten. Ein paar Verse. Und macht euch Gedanken darüber, was Allah von euch will. Es ist das, was er euch gegeben hat für euren Dua um Rechtleitung. Und wenn ihr etwas vom Koran liest, einfach nur ein paar Verse, stell dir vor, dass an diesem Morgen Allah dir einen Brief geschrieben hat. Du gehst nach draußen vor die Haustür, machst den Briefkasten auf, da ist ein Brief drin, er ist von Allah an dich adressiert und es stehen diese Verse drin. Wenn das in der Realität passieren würde, du würdest dir sofort Gedanken darüber machen, warum möchte Allah, dass ich diese Verse lese? Warum hat er mir das heute geschickt? Lies das Ganze mit dieser Einstellung. Und wenn du dir fragst, warum er dir das geschickt hat, stell dir die Frage, was möchte er davon, dass du danach handelst, was du in die Praxis umsetzt. Das sind die beiden Fragen und deine Einstellung, mit der du an den Koran gehst. Nimm jeden Tag ein bisschen davon und du kannst, inshallah, diesen Platz in deinem Herzen, der nur durch den Koran gefüllt werden kann, aufblühen lassen.